ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und da ist gleich Christian Löffler mein Studiogast. Thank you.
Das war eine erste musikalische Visitenkarte aus seinem neuen Album Perilous, exklusiv heute zur Sendung von der Küste angereist. Herzlich willkommen, Christian Löffler. Ich freue mich sehr, dich in der ersten Elektrobeat-Stunde begrüßen zu können. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Perilous, jetzt physisch erschienen als CD bzw. Vinyl auf deutsche Grammophon, ist ein ganz spezielles Album. Du hast klassische, historische Schellackaufnahmen, die zwischen 1910 und 1930 entstanden sind, reworked und ihnen ein zeitgemäßes, modernes, elektronisches Christian Löffler-Gewand gegeben. Wir haben schon einmal Ende vergangenen Jahres kurz miteinander telefoniert. Da gab es im Beethoven-Jahr einige deiner Beethoven-Reworks schon rein digital, jetzt physisch 10 Stücke. Vielleicht erst einmal, von welchen Klassikkomponisten sind noch Stücke vertreten, außer von Beethoven? Das eingangs war ja Smetanas Moldau, eine Aufnahme mit der Staatskapelle Berlin aus dem Jahr 1928. Genau, Smetana ist mit dabei. Dann habe ich mich an Bach versucht, Wagner zum Beispiel, auch großer Name. Beethoven, wie gesagt. Also da war, ich hatte, glaube ich, zur Auswahl 9 Komponisten und über 40 Stücke. Das war ein riesiges Repertoire. Also da musste ich mich erstmal durchschaufeln. Und ja, da ist auch schwingt auch ein großer Respekt mit. Also tolles Projekt. Dieses Album Perilous hätte es normalerweise nicht gegeben, denn du wärst mit deinem Lys-Album eigentlich auf ausgedehnter Tournee. Welche Länderstation außer Deutschland war noch geplant? Da war England, Irland, Schweiz, Österreich geplant, Frankreich, Belgien bin ich auch immer ganz oft, Polen natürlich, große Fanbase, alles was so im Umkreis mit dem Bus erreichbar ist. Ja klar, dann waren ja auch noch viele Festivals schon in Planung, die dann mit dem Flugzeug erreichbar sind und Übersee spiele ich ja auch regelmäßig. Der Kalender war auf jeden Fall voll. In dieser Phase, in der du nicht Konzerte geben konntest, kam dann das Angebot der altehrwürdigen Deutsche Grammophon, dem Label Reworks von Schellack-Aufnahmen klassischer Werke zu machen. War das ein Angebot, wo du gleich Hurra geschrien hast oder hast du erst einmal um Bedenkzeit gebeten? Denn es ist ja ein Aufgabenbereich, in dem du bislang noch nicht gearbeitet hast und vielleicht auch erstmal Erfahrung sammeln musstest. Ja, das war auf jeden Fall ein Wechselbad der Gefühle. Also wie du schon beschrieben hast, erst war die Tour geplant, das Album Lys war fertig und dann bist du so, okay, freust dich auf die Tour, bist ready und kriegst schon Nachrichten, ja, wir haben Tickets gekauft, wir freuen uns auf dich und dann fällt das alles flach. Und du bist erstmal down und dann kommt die Anfrage und du siehst Deutsche Grammophon. Wow, cool, super, also richtig toll, da bist du erstmal geflasht. Und dann liest du dich rein und dann habe ich die ersten Schellack-Aufnahmen bekommen und dann kommen die Bedenken, ja, passt das überhaupt, kriege ich das überhaupt hin? Wie ist das mit den Klassikhörern? Was denken meine Hörer? Wie kann ich überhaupt das mit meiner Welt vereinen? Also das war wirklich so ein Auf und Ab. Und irgendwie, ja, habe ich dann versucht, das Momentum mitzunehmen und eher die positiven Gefühle überwiegen zu lassen. Aber es war schon eine Sache, die man durchdenken musste. Hast du gleich Ja gesagt, oder? Ich habe mir wirklich Bedenkzeit eingeräumt. Also ich musste mich da nochmal richtig reinhören und in mich gehen. Ich habe nicht sofort Ja geschrien, wollte ich am liebsten, aber ich habe es ruhig angelassen. Zum eingangs gehörten Rework des Stücks Moldau gab es auch eine spezielle Remix-Aktion, wo man selbst kreativ sein sollte. Erklär doch mal. Genau, da haben wir praktisch Spuren oder ich habe Spuren aus meinem Rework und aus dem Original rausgezogen. Und die sind bei mir auf der Homepage. Da gibt es auf der Startseite direkt die Möglichkeit, über so eine kleine App, so ein Mischpult ist da, wo man die einzelnen Töne und Spuren, Melodien, Flächen zusammenmixen kann und so seine eigene Version, sein eigenes Rework erstellt und kann so ein bisschen reinfühlen, wie ich gearbeitet habe. Und parallel stellt man auch ein Bild, also da werden Teile des Artworks, die ich ja in der Staatsoper in Berlin aufgenommen habe, fotografiert habe, gemischt und man hat dann nicht nur ein Audio-Ergebnis, was man künstlerisch erzeugt hat, sondern auch ein schönes Bild, was man teilen kann. Als nächstes habe ich Parsival von Wagner aufliegen, eine Aufnahme mit der Staatskapelle Berlin Mitte der 20er Jahre. Dazu gibt es, glaube ich, auch eine private, familiäre Geschichte, warum du dich für Wagner entschieden hast. Ja, genau. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht der
ambitionierte Klassikhörer war. Ich habe natürlich auch in meiner Musik Klassikelemente und Freunde von mir, die Violine spielen, aufgenommen und das ist immer mit eingeflossen und habe auch Auftritte in der Volksbühne in Berlin gehabt und Elbphilharmonie mit Streichquartett zusammen. Aber ich war ja mich nie zu Hause wirklich intensiv hingesetzt und habe mir jetzt Beethovens Gesamtwerk angehört. Und Wagner und auch Bach sind so Sachen, da kann ich mich erinnern, dass meine Mutter das früher ganz gerne beim Putzen gehört hat. Und da gab es so einen Moment, ich habe ja das Material gesichtet, indem ich mich zurückgelehnt habe im Studio, Kopfhörer auf, Augen zu und random durchlaufen habe lassen. Und dann kam so dieses Stück und das kam mir so bekannt vor. Und dann habe ich irgendwie mit meiner Mutter telefoniert ein paar Tage später und meinte so, ey. Und dann sind wir drauf gekommen, genau, das hatte sie damals immer gehört und das kam, da hat sofort was Klick gemacht. Radio 1 Elektrobeats.
Sie hören die Radio 1 Elektrobeats und hast heute in der ersten Stunde Christian Löffler, mein Studiogast. Gerade erschienen ist sein Album Parallels mit 10 Reworks von klassischen Werken. Zuletzt gehört die Reworks von Wagners Parsival und Chopins Nocturne. Christian, wir sprachen schon über das Angebot der Deutschen Grammophon. Die haben ja historische Schellackaufnahmen aus der Zeit 1910 bis 1930 restauriert bzw. auf moderne Speichermedien gebracht. Du hast schon darüber gesprochen. Es war schon so eine Vorauswahl für die 10 Stücke. Nach welchen Kriterien hast du die ausgewählt? Also es waren, glaube ich, was sagtest du für eine? 40. Das waren so circa 40. Können auch ein paar mehr gewesen sein. Und wie gesagt, so nur 8, 9, 10 Komponisten im Endeffekt. Und das ist natürlich sehr viel Material und teilweise 15, 10 Minuten lang. Ich habe das dann wirklich bei mir im Studio mit Kopfhörern auf Zufall durchlaufen lassen im Programm und habe einfach nur hingehört und so auf kleine Momente und Stellen gehört, die mich berührt haben oder wo ich was gefühlt habe und irgendwie gespürt habe, okay, hier gibt's was für mich zu holen, hier möchte ich gerne weitermachen und anknüpfen und kann das vielleicht mit meiner Musik verbinden oder das inspiriert mich jetzt zu was Neuem. Genau nach solchen Momenten habe ich gesucht und das war erst schwierig, so gezielt jetzt zu gucken, okay, das ist jetzt Beethoven und das ist das und das ist total eine bekannte Stelle und hier müsste ich eigentlich was mitmachen. Da war es besser, da im Blindflug reinzugehen und einfach nur aufs Gefühl zu hören. Hast du in dieser Phase, in dieser frühen Phase allein die Entscheidung getroffen oder auch Freunde gefragt, was haltet ihr da von diesem und jenem Stück? Könnte ich da vielleicht meinen typischen Christian Löffler Sound addieren? Ja, eigentlich ging es mir gar nicht so sehr darum, den typischen Christian Löffler Sound jetzt da hinzuzufügen, weil ich hatte ja gerade das Album fertig und war eigentlich ganz froh, jetzt ein ganz neues Projekt angehen zu können und selbst auch mit Rücksprache der Deutschen Grammophon, die mir dann versichert haben, okay, du bist völlig frei und kannst machen, was du willst, wollte ich eher in die Richtung gehen, ausprobieren, experimentieren und wer weiß, in welche Pfade mich das führt. Und habe dann natürlich schon mit Freunden Rücksprache gehalten, aber auch mit der Deutschen Grammophon, die dann die ersten Skizzen mal hören wollten, okay, wohin geht die Reise? Und zu meiner großen Freude gab es dann positives Feedback gleich und die waren richtig gut gestimmt von, ja, das hört sich toll an. Und ab da war ich dann ziemlich frei und habe durchgearbeitet sozusagen. Nächster Arbeitsschritt, nachdem du die Vorauswahl getroffen hast, in welcher Form hast du dann die Stücke erhalten als Audio? Die waren ja sicherlich nicht in Mehrspur. Genau, das ist auch so ein großer Knackpunkt dabei gewesen, dass die Aufnahmen dann wirklich nur in einer Spur vorlagen. Also spielt in der Regel dann das komplette Orchester und ich kann mir jetzt nicht die Streicherpassagen separat rausziehen, wie man das oft bei Remixen oder Reworks kennt. Also da war dann eben alles und dann ging es auch so ein bisschen darum, bei der Auswahl Momente zu finden, wo vielleicht nicht ganz so viel passiert, dass noch genug Platz und Freiraum ist, um was hinzuzufügen. Und das war eine Herausforderung. Auf wie viele Spuren hast du das dann sozusagen betrieben? Ganz unterschiedlich. Also es gibt Sachen, die sind relativ reduziert, wo ich ziemlich nah am Original bin und gar nicht mehr so viel von mir hinzugefügt habe. Aber dann sind auch so Sachen wie das Rework von Moldau zum Beispiel, wo dann doch noch so 20, 25, 30 Spuren dazugekommen sind. Bach und Elektronik ist nicht ganz so weit auseinanderliegend. Da gab es auch schon elektronische Klassik-Adaptionen, beispielsweise von Walter bzw. Wendy Carlos auf Switchdown Bach. Du hast dich für zwei Stücke von Bach entschieden, unter anderem Dir Jehova mit dem Thomaner-Chor Leipzig aus dem Jahr 1927. Zu dieser Entscheidung gibt es, glaube ich, auch ebenfalls eine persönliche Geschichte. Ja, das ist ein Stück, was ich tatsächlich sehr gut kannte von früher. Also beziehungsweise habe ich das durch Zufall, ich weiß gar nicht mehr genau wo, mal entdeckt und hatte das so in meiner Lieblingssong-Playlist bei Spotify und dann ist das immer mal so zwischendurch aufgetaucht. Deswegen war das für mich gesetzt und totaler Thomaner-Chor-Fan und ich habe mich dann auch wirklich nur auf die Chor-Passage konzentriert, habe die Orgel-Passage sozusagen außen vor gelassen. Das war so eine Sache, die war von Anfang gesetzt, da möchte ich was mitmachen. Thank you.
Elektrobeats. Radio 1, Elektrobeats-Studiogast ist Christian Löffler und wir sprechen über sein neues Album Parallels mit modernen elektronischen Reworks klassischer Shellac-Aufnahmen. Dass es Shellac-Aufnahmen sein sollten, war das so eine Vorgabe von der Deutschen Grammophon? Es gibt ja auf dem Label auch spannende Recomposed-Sachen, die Reihe. Und da hat man, glaube ich, auf den Fundus aus der Nach-Shellac-Phase zurückgegriffen. Mhm. Ja, das stimmt. Das war Grundlage des ganzen Projekts. Also die wurden im Zusammenhang oder in Zusammenarbeit mit Google digitalisiert. Und war ein sehr aufwendiger Prozess und es gibt ja von der Deutschen Grammophon das Archiv in London mit einem großen Fundus an Shellac-Aufnahmen und die wurden digitalisiert. Und dann ging es, glaube ich, darum, wie kann man denen neues Leben einhauchen, und so ist das ganze Projekt dann ins Rollen gekommen.
Zuletzt gehört der Christian Löffler Rework von Bachs Der Jehova und eins der vier Beethoven-Stücke Fate. Was hat dich in der Phase der Beschäftigung mit dem Schaffen von Beethoven, der letztes Jahr ein rundes Jubiläum hatte, besonders an seiner Musik fasziniert? Also erstmal, wie gesagt, wenn man da so sehr unbefangen rangeht, entdeckt man sehr viel Schönheit in der Musik und so die Variation hat mich sehr beeindruckt, also wie viel da passiert und dann wiederholt sich fast gar nichts, dann kommt wieder was Neues dazu und wenn man so in moderner Musik denkt, wo viele Loops passieren und schleifen und dann geht es eigentlich darum zu wiederholen, damit es direkt ins Ohr geht und hier, wie gesagt, ist es eher so ein Fluss und schwingt so und entwickelt sich die ganze Zeit weiter, das hat mich sehr beeindruckt. Musikalischerseits und dann auch, wie jung er auch teilweise war oder als er angefangen hat und was er da schon geschaffen hat und was für eine enorme Herausforderung das gewesen sein muss, auch mit Gehör anfangs sowas zu schreiben und sich vorzustellen, wie klingt das mit Orchester, also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ja, also ich hab die Musik wirklich nah an mir dran gefühlt. Gar nicht wie so ein altes, eingestaubtes Werk irgendwie, sondern wie was Zeitloses. Ja, Zeitloses, genau, richtig. Es gibt von mehreren Stücken deines Albums auch Videos. Zu welchen und was ist da zu sehen? Genau, also das erste Video, was wir veröffentlicht haben, war zu Pastoral. Da geht's, das hat ein schwedischer Regisseur gemacht, ein Freund von mir, der lebt auch in Berlin, Fredrik Altinell. Und da geht es eher um diesen schwebenden Moment. Das Stück ist ja auch sehr ambient, schwebig und es geht eher so, fließt und man sieht Menschen, wie sie sich in der Landschaft bewegen. Was ich ja auch als bildender Künstler ganz gerne als Thema habe in meinen Malereien und Fotografien, wie der Mensch sich so im Raum bewegt und wie sich alles im Fluss befindet sozusagen. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen esoterisch, aber genau, also so aufs ganz Grundlegende zurückgedacht. Und dann gibt es ein ganz neues Video, was jetzt zuletzt zum Release auch rausgekommen ist, zu Der Jehova, das Bach-Rework. Und das ist eine ganz klassische Liebesgeschichte. Und das fand ich besonders spannend, weil das so im Kontrast steht zu der Musik, wo man ja gar nicht so richtig mit sowas vielleicht rechnet. Und das ist eher wie ein kleiner Kurzfilm. Der Zeitrahmen, der das Perles-Projekt dich beschäftigt hat, von der Auswahl bis zur Abgabe, bis zum Mastering, von wann bis wann? Im März bin ich gestartet und im Oktober war ich dann, glaube ich, final durch. Also da hing ja dann noch das Artwork mit dran, wo ich mich noch dran abgearbeitet habe sozusagen. Und das waren so die Monate. Der Name des Album Parallels, warum habt ihr den gewählt? Gab es da auch Alternativen? Eigentlich war alles frei. Also das war ein reiner Prozess. Vom Artwork über die Musiktitel war alles, das war auch das Schöne, was mich so gereizt hat. Das war wirklich wie ein leeres Blatt Papier und man konnte jetzt sich komplett reindenken. Und da geht es eigentlich eher darum, Parallel steht dafür, wo sind die Parallelen? Wie ich eben meinte mit Beethoven, dass es eigentlich eine zeitlose Musik ist und auch im Hier und Jetzt funktioniert. Und wie schwingt das heutzutage mit und wo sind die Parallelen zwischen diesen, ich sag mal, eher vielleicht eingestaubt wirkenden Originalmusiken und unserer Zeit jetzt, dass das eigentlich da nichts dazwischen steht. Nimm die Elektrobeats-Hörerinnen, Hörer und mich doch mal virtuell in dein Studio mit. Ich habe dich ja schon mehrmals live erleben dürfen zu meinem Elektrobeats-Festival im Columbia-Theater und in der Betonhalle. Mit welchem Equipment arbeitest du in deinem Studio und wie darf man sich dann konkret so deine Arbeitsweise vorstellen? Du hast schon einiges erwähnt, aber vielleicht konkret am Beispiel der neuen Platte Parallels. Also vielleicht sage ich mal grundlegend erstmal etwas chaotisch, weil ich habe viele Geräte und Sammlungen an Effektgeräten und Gitarreneffekten. Zähl doch mal ein paar auf vielleicht. Ja, Korg Polysix ist mein Favorit. Den habe ich mir, glaube ich, mit 16 Jahren mal gekauft bei eBay. Mittlerweile hat er einen ganz guten Wert. Damals war es ein Schnäppchen. Und den Nordlied ist so ein Klassiker von mir. Prophet, Minimoog habe ich auch einen alten. Also ich habe so ein Faible für alte Geräte, aber auch einen kleinen Fuhrpack sozusagen. Also ich habe jetzt kein riesiges Sortiment an allen möglichen Synthes. Ich
fuchs mich dann lieber in einen rein und versuche den dann so gut es geht kennenzulernen und dass ich so meine Sachen damit erreichen kann, die ich gerne umsetzen will. Und die Arbeitsweise bei Parallels war eher fast schon Jam-artig, weil ich ja diese Fragmente mir dann rausgesucht habe und die dann schon mal so ausgebreitet habe im Arrangement und dann dazu gespielt habe und versucht habe, Melodien zu finden. Mhm. Genau, also im Prinzip, wo geht die Reise hin, welcher Akkord passt jetzt noch dazu und wie kann sich das vielleicht noch entwickeln? Also es war eher so ein Jam-Charakter. Das ist ja sicherlich auch schwierig, die Entscheidung. Du hast also auf einer Spur das Original und triffst eine Entscheidung, hier lasse ich das Original und hier switche ich zum typischen Christian Löffler-Sound und dann wieder zurück. Genau, ja, ich wollte es auch organisch kommen lassen, also nicht jetzt mit der Brechstange, okay, jetzt muss jetzt Christian Löffler kommen bei 30 Sekunden, weil sonst ist mir zu viel Bach. Ich wollte es eigentlich ineinander übergehen lassen und auch dem Original mit Respekt gegenüberstehen, dass auch viel Raum fürs Original ist und dass man auch so viele Leute, die jetzt vielleicht die Originale auch nicht so gut kennen, dann den Aha-Effekt haben, okay, jetzt höre ich, erkenne ich es wieder, das ist die originale Shellac-Aufnahme und vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen, sich danach mal das Original anzuhören und wie es wirklich klingt und wie es dann bei mir im Kontext funktioniert. Ein sehr ungewöhnliches Rework ist das folgende Nadir von Bizet mit einem Tenor. Das war sicherlich auch nochmal eine besondere Herausforderung, da mit Gesang, ja? Ja, das war wirklich kritisches Stück für mich, weil anfangs hat es mich gleich sehr berührt und ich dachte, toll, das möchte ich gerne bearbeiten. Aber habe dann beim Prozess festgestellt, es ist wirklich schwierig, das mit meiner Welt zusammenzufügen und war auch sehr unsicher damit. Hab's dann aber Freunden vorgespielt, die meinen, okay, toll, das gefällt mir eigentlich am besten von allen Sachen. Und ich war dann immer noch nicht so ganz überzeugt, aber mag es jetzt auch sehr gerne. Das war eine echte Herausforderung. Thank you.
Sie hören die Radio 1 Elektrobeats und da ist in der ersten Stunde Christian Löffler, mein Studiogast. Gerade erschienen ist sein Album Paradise mit 10 Reworks von klassischen Werken. Zuletzt gehört Nadir im Original von Bizet und Freiheit von Beethoven. Deine ausgefallenen Konzerte waren schon ein Thema zu Beginn dieser Stunde. Wenn es wieder möglich ist, gibt es von dir, glaube ich, gleich zwei Tourneen, eine mit deiner Christian Löffler Musik, deiner letzten Alben und dann eher so eine klassische Variante. Es gab unlängst ja auch schon mal im Netz mit dem Streichensemble ein Konzert von dir. Genau, wir haben es einmal uraufgeführt in Bonn im Beethovenhaus mit Streichquartett auch des Beethoven-Orchesters. Und das war eine reine YouTube-Geschichte, wie es ja gerade nicht anders möglich ist. Aber da habe ich dann auch für mich persönlich schon mal den Vorgeschmack gehabt, wie es klingen kann und war wirklich, es war wirklich toll, das dann mal live zu hören, dann die meine Musik, dieses Original und wie das dann zusammenkommt, live war schön und da freue ich mich drauf, wenn es wieder möglich ist, das in klassischen Konzerthäusern auch spielen zu können. Und wie du meintest, die Tour für Lys fürs Album muss ja auch nachgeholt werden, da stehen ja die Termine an. Und dann wird es eben auch die klassische Seite geben. Du sprachst gerade an, wenn du dann tourst mit dem Streichensemble, kommt dann von ihnen der klassische Part oder wirst du diese Schellack-Aufnahmen dann auch mit einfließen lassen? Das ist auch so ein organischer Prozess. Also grundsätzlich ist es ja so, dass viele Instrumente zusammenkommen und das ist ja auch in den Schellack-Aufnahmen oft ein ganzes Orchester spielt und das muss ja auch runtergebrochen werden auf ein Quartett und plus mich. Das heißt, ich steuere manchmal was bei, was vielleicht auch eher orchestral ist, bearbeite das dann nochmal, dann kommen Passagen, Streichpassagen, die von mir erdacht sind, aber auch aus der Schellack-Aufnahme. Also es ist so eher wie ein Tennisspiel, so hin und her wird sich zugespielt. Und eher experimenteller Ansatz und klingt dann auch nochmal etwas anders als in der Aufnahme. Fast abschließend ein paar Worte zum Artwork deiner neuen Platte, Paradise, gemacht in der Staatsoper Berlin. Und dann gibt es auch ein Foto eher von so einem Plattenbau. Genau, ja, das war die Idee, die hatte ich die ganze Zeit im Kopf und hatte mich dann schon auf den Tag gefreut, als ich die Erlaubnis hatte, in der Staatsoper zu fotografieren. War dann auch ganz happy mit dem, was ich so zusammengestellt habe und konnte mich da austoben in den Räumlichkeiten und fotografieren. Und bin dann danach noch auf einem Spaziergang durch die Stadt über diese Fassaden gestoßen, die mich auch an meine Kindheit, ich bin ja in Greifswald geboren und da wurde ja die Altstadt zum Beispiel auch durch klassisch anmutende Plattenbauten ersetzt. Und irgendwie hatte ich die ganze Zeit diese Idee im Kopf, da den Kontrast abzubilden. Steht jetzt nicht wirklich für Moderne, aber es war irgendwie spannend und der Farbton greift die gleiche Stimmung auf mit dem gelben Schriftzug und das Licht hat gut gepasst. Also wollte ich gerne so umsetzen. Abgabe der Platte Perilous war schon vor einiger Zeit, die ist jetzt aktuell erschienen. Womit hast du dich in den letzten Monaten beschäftigt? Du bist ja auch ein toller Maler oder ist da auch schon neue Musik entstanden? Genau, ich bin jetzt an einigen Remix-Projekten dran. Da wird was kommen zu Erik Satie. Dann wird es eine Remix-LP, ein ganzes Album auf Vinyl geben mit Remixen von befreundeten Künstlern zu Lys. Da sind wir gerade am Finalisieren, Artwork, sprichst du gerade an. Gibt es da einige Namen? Ja, da ist auch Panther du Bronx dabei, Apade von unserem Label, Faker auch von Key Records, Hio Chronik. Da sind jetzt einige dazu zusammengekommen. Da sind wir gerade jetzt noch in der finalen Auswahl. Da wird es auch eine digitale Version geben mit noch extra Material. Und ich bin, wie du gerade meinst, oft am Malen in letzter Zeit, weil jetzt die Zeit dafür war und Musik so ein bisschen abgearbeitet war, male ich auch gerade am Artwork für diese Remix-LP. Das längste Stück auf deinem Album ist Funebre von Beethoven mit einer Länge von über 13 Minuten. Daraus schaffen wir jetzt nur einen Ausschnitt. Welche Making-of-Geschichte hat dieses Rework? Es ist ja eine Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern aus dem Jahr 1929. Mhm. Ja, das ist der interessante Punkt dabei, wie du meintest, das ist sehr lang geworden. Das Original ist auch schon sehr lang und sehr, sehr vielseitig, wie ich vorhin meinte, dass sie Beethoven-Sachen einfach wirklich stellenweise
so viel Variation haben, dass ich überfordert war manchmal im Studio und gar nicht mehr wusste, okay, wo ist jetzt mein Anfangs- und wo ist mein Endpunkt. Und hier war es auch so ein organischer Prozess. Also ich hatte das damit den Moment, womit es anfängt. Der ist ja ganz klassisch, instrumental, eher orchestral und geht dann ins Elektronische über. Da wollte ich den kompletten Bruch herstellen und ins Elektronische. Und eigentlich sollte es damit das gewesen sein. Und dann hat es sich aber so ergeben im Studio, dass ich dann am Klavier noch eine Melodie gespielt habe. Eigentlich schon, ja, einfach so aus Lust und Laune. Und die hat dann gut gepasst. Und ich dachte, kannst du jetzt wirklich nochmal ins Klassische wechseln? Habe ich dann einfach gemacht. Und dann geht es nochmal ins Elektronische. Da habe ich einfach dem Willen freien Lauf gelassen. Mein Studiogast in der ersten Elektrobeat-Stunde war Christian Löffler, exklusiv zur heutigen Sendung von der Küste aus angereist. Bedanke mich herzlich, wünsche viel Erfolg mit Parallels und uns allen, dass wir dich demnächst auch wieder live erleben dürfen. Danke dir. Vielen Dank für das Gespräch.
Radio 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Musik, die immer noch modern und vielleicht etwas nach Secure klingt, aber schon 42, 43 Jahre alt ist. Konrad Schnitzer mit einem Titel der jetzt veröffentlichten The Paragon Session Outtakes. Aufnahmen, die damals Ende der 70er Jahre im gleichnamigen Studio von Peter Baumann stattgefunden haben. Baumann war ja in der Frühphase bei Tangerine Dream, lebt seit vielen Jahren in Amerika und war auch schon zweimal hier bei mir zu Gast in der Sendung. Damit herzlich willkommen zur zweiten Elektrobeat-Stunde. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Mit dem folgenden Stück Face Shopping möchte ich an die Ende Januar 34-jährig tragisch verunglückte schottische Musikerin und Produzentin Sophie erinnern. Und dem schließt sich ganz Neues von Mouse on Mars an. Und die beiden Musiker werden in der kommenden Woche hier ihr neues, sehr innovatives Album AAI vorstellen. My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the face I front. I'm real when I shop my face. Yeah.
My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the face I have front, front. Listen to Electro Beats with Mouse on Mars and Olaf Zimmermann.
Face Shopping von der Ende Januar tragisch verunglückten Sophie, gefolgt von Maus on Mars mit Artificial Authentic aus AI. Und Anni Thoma und Jan Werner werden mir in der kommenden Elektrobeats-Ausgabe aus ihrem Studio zugeschaltet sein. Und wir stellen gemeinsam das neue Werk vor, an dem diverse Programmierer und ein Schriftsteller beteiligt waren. Darin geht es um KI bzw. Artificial Intelligence. Das wird sehr, sehr spannend und sicherlich auch etwas wissenschaftlich und philosophisch. Der Franzose Erwan Castex, besser bekannt als Rohn, hat sich im Vorjahr mit seinem Album Room with a View in den Elektrobeats Jahreshörcharts platziert. Jetzt gibt es von den Tracks eine Remix-Platte unter dem Titel Views of a Room, darauf zu finden unter anderem Remixe von der Gruppe Platt, Ulrich Schnauz und dem folgenden von Matthew Plex, und der hat sich Babel vorgenommen. Ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant sur Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs.
35 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann. Von dem Franzosen Rohn im Matthew Plex Remix aus dem Remix-Album Views of a Room, gefolgt von Mapstation, dem Düsseldorfer Musiker und Produzenten Stefan Schneider. Gerade ist auf Büro B sein 8. Soloalbum My Frequencies When We erschienen. Darauf limitiert er sich bewusst, was das Instrumentarium betrifft, und verwendete neben einem analogen Loop-Gerät nur die Roland 808 Drum-Machine, ein Novation Peak Synthi und eine Gitarre. Und das zuletzt gehörte Stück war der Opener daraus, No No
Staying. Sie hören die Radio 1 Elektrobeats und da geht es jetzt weiter mit der Wiener Produzentin, Musikerin und Künstlerin Conny Frischauf. Ihr Schaffen beschränkt sich nicht nur auf Musik, sondern auch auf Skulpturen, Fotografie und Illustration. Und für ihr Debütalbum wählte sie den Titel Die Drift. Bis auf einige wenige Ausnahmen singt sie auch auf zahlreichen Stücken. Hier ist passend zur Sendung der Titel Sonntag. Thank you.
Afrobeats.
Sie hören die Radio 1 Elektrobeats und das war im Block die Wienerin Conny Frischauf mit Sonntag aus ihrem Album Die Drift, gefolgt von dem gebürtigen Italiener und in Bern lebenden Celi Valles. Und da ist jetzt im Februar auf dem Noton-Label das Debütalbum Eiweg erschienen mit schönen, dronigen, experimentellen Sounds, die auf rhythmische Passagen treffen. Das dritte Stück Billion Dollar kam von Cabaret Voltaire aus der Dreitrack-EP Shadow of Funk. Erst musste man Jahrzehnte auf ein neues Album und Shadow of 4 warten. Jetzt Ende März erscheint noch ein 50-minütiges Stück und die Veröffentlichungsserie endet dann mit einem weiteren über einstündigen Track von Cabaret Voltaire. Hier ist Mark Pritchard mit der aktuellen Auskopplung aus seiner M Productions EP 1 und dem zweiten Teil aus One Way Mirror. At Halcyon Technologies, you can surf in a clean cyber ocean with no ads, trackers, malware or phishing attempts. We guard your personal data by using industry-leading AMC276GQM encryption. It's only 7 cents a day to secure your digital life. Use Cloakable. Terms and conditions apply. Cities are about people. By improving the human experience, we enhance the city. At the Digital Transparency Collective, our aim is to combine IT and ICT to optimize efficiency of city operations and radically improve urban life. The Mindfulness Corporation present the wonders of frequency medication. Are you having trouble sleeping? All creatures and even plants need sleep. Using academic research combined with pan flutes and wind chimes, we guarantee increased productivity, performance and profitability. Subscribe to Mindfulness now and discover that nothing is possible. Welcome to Nuanced Solutions, Module 1, Building Trust in Your Brand. Say trust. You can trust us. You can trust us. We can be trusted. Increase emotional connection. You can trust us. You can trust us. We can be trusted. We can be trusted. You can trust us. Trust us. We can be trusted. At Nuanced Solutions, we believe that algorithms don't feel, but people do. Please subscribe today. Digital transparency. Data. Trust. Nine trackers block. In the new smart city. Digital transparency. Data. Trust. Image de-identified. In the new smart city. Citizen empowerment. Data. Trust. RTB network scramble. In the new smart city. A new visual language. For data transparency. Voice de-identified. In the new smart city. The community that sings together stays together. Smart city. Smart governance. Smart energy, smart building, smart mobility, smart infrastructure, smart technology, smart healthcare, smart citizen. Elektrobeats. 35 Jahre elektronische Musik im Radio. Thank you.
Mark Pritchard mit One Way Mirror aus seiner kurz vor dem Jahreswechsel veröffentlichten EP1, gefolgt von dem Bell Orchestra aus Montreal. Nach über 10 Jahren legen sie jetzt am 19. März mit House Music ein neues Album vor. Gerade daraus gehört das Titelstück. Hinter dem Bell Orchestra verbergen sich übrigens Musikerinnen und Musiker von Arcade Fire. Ich kündigte es schon zu Beginn dieser Stunde an. In der kommenden Woche stelle ich gemeinsam mit den Maus on Mars Musikern ihr extrem spannendes neues Album AAI vor. Hier ist noch einmal historisches und jetzt erst veröffentlichtes Material von Konrad Schnitzler aus seinem Album The Paragon Sessions Outtakes 1978-79. Und auch zum 10-jährigen Jubiläum der Gruppe Camera gibt es neues, ihr mittlerweile 5. Album Prost Human, daraus das Stück mit dem schönen Titel Kartoffelstampf. Und wenn ich es dann noch schaffe, gibt es ein weiteres Stück aus dem neuen Mapstation-Album. Tschüss sagt Olaf Zimmermann. We'll be right back.
Radio 1 Elektrobeats. Elektrobeats, ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.